So ungefähr. Das Zeichen vom Keeper, der extrem viel Ruhe ausstrahlt und wirklich der Top-Neuzugang ist beim EC Bad Nauheim. Direkt auch Spieler des Monats im September wurde. Nicht umsonst. Jean-Jacques, und schauen sich das an, aber dann ist der Napraller doch drin. Aber was eine Tat zuvor von Big, aber Jean-Jacques, drittes Spiel für die Tölzer Löwen, drittes Tor mit Ablauf der Strafzeit, macht er die Führung hier in der 10. Chris Jean-Jacques, die Nummer 93 bei den Gästen. Und dann ist sogar Felix Pick mal geschlagen. Kriegt seinen eigenen Abpraller da. Und auch das kann man, muss man eigentlich pfeifen. 2 Minuten Beinstellen von Schlager. Geben sie nicht. Leekonen. Mechel. Abpraller bei Livingston. Und Silvester mit viel Glück zum Ausgleich. 8. Saisontor für den Mann mit der 16, für den Goldhelm des EC Bad Nauheim. Mechel sieht dann nicht hundertprozentig glücklich aus. Aber für Bad Nauheim ein extrem wichtiges Tor für den Kopf. Also der direkte Ausgleich nur 1 Minute später. Hörmann. Und die Chance und das Tor. Super gespielt von Hörmann. Und dann ist es der Tipp in. Ins lange Eck. Schauen wir noch mal kurz, wer der Torschütze ist. Können es leider nicht richtig erkennen. Um die 90 ist in Ordnung. Alles über 90 ist super. Alles unter 90, puh. Gerade bei 86 wird es dann schwierig. Livingston, Silvester. Dann nochmal Frosch. Und dann geht er durch die Beine von Mechel. Und Dusan Frosch traut seinen Augen gar nicht so wirklich. Guckt dann noch zweimal, ist die Scheibe wirklich drin? Ja. Der Speedy Gonzalez macht den Ausgleich in Überzahl. Dusan Frosch schon erneut sieht Andreas Mechel alles andere als gut aus. Rechnet er mit dem Pass und dann geht er zwischen den Beinen durch. Tor. Direkt die Strafzeit ausgenutzt. Und sofort gehen die Gäste wieder in Führung. Und da hatte ich es angesprochen, eigentlich Bad Nauheim ganz gut in Unterzahl. Mit fast 85% Erfolgsquote. Aber die Löwen schlagen zu. Frosch. Wieder Livingston. Hoher Pass auf Mellon. Und er hält die Scheibe zweimal drin und so wird's gefährlich. Frosch, Tor! Dusan Frosch! Und ganz entscheidend, dass Eric Mellon sich hier zweimal durchsetzt. Ansonsten gibt's nämlich den Konter und dann läuft hier Bad Tölz ganz alleine auf den Torwart zu. Und so ist die Chance für Frosch da und er nutzt sie. Doppelpack, Dusan Frosch. Und Eric Mellon mindestens 50% auf sein Konto. Mindestens. Das ist ein bisschen viel. 1 gegen 1. Bisschen viel Kleinkram. Frosch. Und Jean-Jacques wäre vorne durch. Sieht er nicht. André Lacos. Cornelli. Cornelli! Tolles Tor! Und auch für ihn der Doppelpack. Julian Cornelli. Nimmt die Geschwindigkeit mit aus der neutralen Zone, setzt sich im 1 gegen 1 durch und schiebt Felix Big
die Scheibe zwischen den Beinen durch. Klar, der Keeper muss die Bewegung mitgehen. Fein gemacht von Julian Cornelli. Fast der Scheibenverlust von Trivelato. Frosch, Hattrick! Heute geht bei ihm alles. Dusan Frosch, 4-4 und das muntere Scheibenschießen geht im zweiten Abschnitt hier weiter. 36. Minute. Und der Auli trifft hier heute Abend zum dritten Mal. Trocken ins Eck. Gut gemacht von Marius Erk. Frosch und Harry Lange mit der Chance. Lange, Mechel ist da und nochmal Frosch und drin. Und bei dem geht heute alles rein. Dusan Frosch, viertes Tor. Mit ganz viel Glück, keine Frage. Aber drin ist drin, werden sich die noch einmal denken. Viertes Tor am heutigen Abend für Dusan Frosch. Und das 5-4. In der 52. Minute. Die Schultern. Sonst geht das Spiel an Nauheim. Letzter Angriff, Sedlmayr. Letzten Sekunden nochmal Sedlmayr. Schuss muss kommen, passt nicht. Und hören Sie sich das an hier. So hört sich das an, wenn ungefähr 10 Kilo Steine vom Herzen fallen der Fans der SC Bad Nauheim. 5-4 der Sieg gegen die Tölzer Löwen.